Ab wann beginnt eigentlich Fremdgehen? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir grüßen auch in diesem Jahr von der Schlagerparty in Breling in der Nähe von Hannover und wollen genau darüber sprechen. Ich möchte wissen, ab welchem Zeitpunkt beginnt eigentlich Fremdgehen? Ist es, wenn man nur miteinander schreibt oder beim Küssen oder wenn man im Bett landet? Und was kann man verzeihen? All das finde ich heute Abend für euch hier heraus. Das Thema hatten wir bisher noch nicht. Euch viel Spaß bei dem Video. Auf geht's. Wem bist du denn also? Was ist das hier? Für meinen YouTube-Kanal. Für deinen YouTube-Kanal? Ja, da bist du jetzt dabei. Ja, aber sowas von. Hast du eine Freundin? Nein, habe ich nicht. Du bist Single? Nein, ja. Was denn jetzt? Ja. Ja, ja. Okay. Ja, bin ich. Ich habe gesehen, du bist verheiratet. Ja. Schade. Ich will jetzt wirklich von schade. Michaela! Aha! Du bist mein Sonnenschein, lass mich nie mehr allein. Michaela! Ich will nämlich heute von dir wissen, ab welchem Zeitpunkt beginnt eigentlich Fremdgehen? Das ist eine schwierige Frage. Also ich finde, wenn du jetzt mit einem Freund zusammen oder mit einer Freundin zusammen bist, dann schon, wenn du halt so flirtest. Ab wann fängt eigentlich Fremdgehen an? Ah, Bums ist okay, Bums ist okay. Nein, also, nee. Ab welchem Zeitpunkt beginnt Fremdgehen? Wann ist es zu viel? Ja, kann ich nicht sagen, also. Scheißegal, du kannst singen. Genau. Michaela. Also das heißt, wenn du jetzt eine Freundin hättest, die wäre hier heute Abend unterwegs, du bist irgendwie gerade kurz an der Bar und sie flirtet mit einem anderen, dann wäre das schon für dich Fremdgehen. Ja, nicht unbedingt. Es kommt immer darauf an, wie. Ab wann fängt Fremdgehen an? Ab wann fängt Fremdgehen? Also ich glaube ab Küssen, würde ich sagen. Also wenn man jetzt so flirtet, ist es in Ordnung. Weil du das auch selber machst? Ja, tanzen ist auch in Ordnung. Ja. Okay, also wenn sie jetzt aber hier mit jemandem rummachen würde, dann würdest du sagen... Ja, dann wäre Ende. Dann wäre Ende. Da kennst du keine Gnade. Nee, nein, dann wäre Ende. Na, hast du Bock heute Abend, oder was? Ja, aber hallo. Du bist hier heute die Party Queen, ne? Schon. Was? Ja, ja. Fummeln, also so richtig, plus küssen, ich glaube, dann ist es zu viel. Oder? Und das könntest du auch nicht verzeihen? Naja, wenn ich dabei wäre, ja. Hast du einen Freund? Eigentlich bin ich verheiratet. Eigentlich? Ja, eigentlich. Und uneigentlich? Eigentlich auch. Okay, dann hoffe ich, dass dein Mann nur mit einer anderen küsst, wenn du dabei bist. Ja, das hoffe ich auch. Trim, was trinkst du da Schönes? Ohne Alkohol. Einer muss fahren. Wir reden nämlich heute tatsächlich über das Fremdgehen. Und ich möchte wissen, ab welchem Zeitpunkt beginnt für dich Fremdgehen? Abs Knutschen. Hier auf dem Dorfe, da flirtet man ja auch so ein bisschen manchmal, ne? Hast du einen Mann? Ja. Ab wann fängt Fremdgehen an? Schwierige Frage. Knutschen. Ja. Das heißt, wenn dein Mann hier heute Abend irgendwo wen anders küssen würde? Dann, aber weißt du was, er ist zum Glück nicht da. Ja, dann kannst du ja irgendwen küssen. Psst. Ab wann Fremdgehen eigentlich anfängt? Meine Frau hat sich nach 11 Jahren gerade von mir getrennt. Ganz schlechte Frage. Also, küssen auf jeden Fall. Blicke sind erlaubt. Aber kuscheln und so auch nicht. Okay, gut. Das heißt, wenn er, ich sag mal, hier heute Abend noch irgendwo rumflirten würde, wäre okay. Ein bisschen. So Augenkontakt ja, aber mehr nicht. Ich kann gerne nachher nochmal mit einer anderen Frage wiederkommen, aber nicht okay. Mit so einer. Ja, dann, wie lange dauert der perfekte Sex? 1,5 Stunden. Hast du einen Freund? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Hat sich noch nichts ergeben. Flirtest du auch selber? Nein. Nein. Schade, ich wollte jetzt mit dir flirten. Nein. Okay. Nee? Nein, nein. Und wie oft sollte man es in der Woche haben? Mindestens 3-mal. Ich hoffe, das war jetzt aber nicht der Trennungsgrund. Nein. War halt ein anderer. Ich will jetzt von dir wissen heute Abend, ab wann fängt Fremdgehen an? Also ich würde sagen... Oh. Du suchst deinen Papa. Ja, brauch Geld. Wann fängt Fremdgehen an? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Und deswegen stelle ich sie dir. Ich glaube, die ist hier nicht so eindeutig festgelegt.
Hast du nicht festgelegt? Nee, ist glaube ich hier nicht festgelegt auf der Party. Du bist nass, dezent. Ja, ich bin. Ja. Aber ist auch. Egal. Komm, wir machen wie Profis weiter. Scheißegal. Ab wann fängt Fremdgehen an? Ab jeglichem Kontakt mit irgendwelchen ekligen Frauen. Tausend und eine Nacht. Und es hat Zoom gemacht. Also ich würde sagen, ab dem Moment, wo man Nachrichten verheimlicht. Hast du einen Freund? Nein, 3,5 Jahre hatte ich aber einen Freund. Okay, das heißt, wenn... Ich kann auf Feiern gehen und auf alles machen, aber bis zu einem gewissen Grad, ja? Jetzt muss ich ganz kurz was von dir wissen. Alles. Wann fängt Fremdgehen an? So früh, wie du anfängst, Angst zu haben. In dem Moment, in dem du Angst hast, bist du fremdgegangen. Hast du Angst? Nö. Also, wenn jemand heimlich irgendwie mit jemand anders schreibt? Genau. Hattest du da schon mal Erfahrung? Ja. Ehrlich? Also, mit mir wurde betrogen, aber ich wurde nicht betrogen. Aber ich wusste davon nichts. YouTube gesehen! Nein! Doch, vom letzten Jahr! Ja! Mit dem One-Night-Stand! So, jetzt bist du dabei! So schnell geht das! Ja, krass! Wenn er schon eine andere anguckt? Ja, angucken ist eine, ne? Aber anquatschen ist das andere. Okay. Wen guckst du heute Abend so an? Mein Papa. Ja, du hast aber schon harte Grenzen, ne? Ja. Also andere, bei anderen fängt es erst beim Küssen an oder so. Ja, aber es ist halt immer, was man schreibt, ne? Ja. Könntest du es denn trotzdem verzeihen? Ja, ich glaube schon. Schon. Es ist halt wichtig, warum das passiert. Da muss ja irgendwas in der Beziehung schon nicht richtig laufen. Und da muss man drüber reden. Also, okay. Wie lange seid ihr schon ein Paar? 4 Monate. Das ist ja noch nicht so lange. Wir sind ja auch noch jung. Ab wann fängt eigentlich Fremdgehen an? Wenn man mit jemand anderem schreibt und es verheimlicht. Wo beginnt Fremdgehen? Oh, schon bei den Gedanken. Aber schon, also schon bei den Blicken. Also, wenn man guckt ja schon flirty. Und das ist schon ganz schwierig. Könnte man sowas denn trotzdem irgendwann noch verzeihen? Schwierig. Kannst gern später nochmal kommen. Ich komm später nochmal. Aber Fremdgehen ja, beim Schreiben. Beim Schreiben? Ja, Logo. Also, das heißt, wenn er jetzt hier heute Abend auch wäre und irgendwie flirten würde, das wäre zu viel? Nein, ich bin jetzt nicht sauer. Aber wenn es dann noch weitergeht, dann... Wo bist du denn ausgebrochen? Schwarmstedt. Aus Schwarmstedt? Jo. Ja, wie bist du hergekommen? Mit der Landjugend zusammen. Könntest du einen Kuss verzeihen? Kommt auf die Person an. Okay. Weil ich hab schon mal jemanden verziehen. Wenn er auch mit einer anderen flirtet? Logo. Das. Weg mit dem. Geht gar nicht. Hast du eine Freundin? Nee. Bist Single? Ja. Also aktuell eher 5 gegen Willi? Ja, kannst du sagen. Nimmst du die linke oder die rechte Hand? Beides. Wann fängt Fremdgehen an? Tja, ja, ab Küssen. Beim Küssen? Ja. Hast du einen Mann, bist du vergeben? Ja. Ja, wie lange schon? Lange, ganz, ganz lange schon. Ganz, ganz lange? Ja. Schon seit dem Kindergarten? Ja. Wann fängt Fremdgehen an? Das ist eine gute Frage. Ja, weil irgendwas anderes im Hintergrund läuft, ne? Das heißt aber, wenn er mit einer anderen am Flirten ist, ist noch in Ordnung? Ja. Machst du selber auch? Das, nee, bisher nicht, nee. Nein. Ich. Also heute Abend noch nicht geflirtet? Nee, noch nicht. Ein Kuss oder sowas, das wäre Fremdgehen? Ja. Könntest du sowas noch verzeihen? Nee. Nein. Nee. Bist du alleine hier mit deiner Freundin? Mein Mann ist auch irgendwo. Der flirtet bestimmt gerade heimlich. Vielleicht. So viel Vertrauen muss man haben. Flirtest du heute Abend hier auch ein bisschen? Nee. Nö. Gülle fahren. Heute nur saufen, ne? Ja, und Gülle fahren am Ende, ne? Gülle? Ja. Oh. Ich will von dir wissen, wo beginnt Fremdgehen? Müssen wir uns jetzt darüber unterhalten? Bitte? Müssen wir uns darüber unterhalten? Nö. So, das war's von der Schlagerparty in Breling in diesem Jahr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ihr immer noch nicht genug bekommen habt, schaut gerne auf den Zweitkanal Herzog TV vorbei. Dort seht ihr Bonusmaterial von dem heutigen Abend. Wir lassen den Abend hier noch entspannt ausklingen. Wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.